Nazis haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag das Peter-Weiß-Haus angegriffen. Und nicht nur das Peter-Weiß-Haus, auch das IQVO in Greifswald und den Demokratieladen anklagen. Es gibt ein öffentliches Interesse, also viele Menschen nutzen das Haus. Und irgendwie gut ist es irgendwie, dass das raus kann, dass man sich damit beschäftigen kann, dass Leute was dazu sagen können. Erstmal, ich bin total begeistert, dass so viele Leute so kurzfristig hergekommen sind, um mal einfach einen Protest loszuwerden. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass euer Haus angegriffen wird. Genau das ist es, was die Nazis angegriffen haben. Und das kotzt mich an. Ein entstandener Freiraum mit alternativen Impulsen und einer Vielfalt, die viele schätzen hier in der Stadt, wurde angegriffen. Dass vielleicht auch sowas entsteht wie so ein Gefühl irgendwie, ja, nicht nur 20, 30 Leute wollen das, sondern es sind halt 200, 300, 400 Leute, die das wollen. Und denen das immerhin so wichtig ist, dass sie halt genau Punkt zu der Kundgebung halt auch da sind. Dass man weiß, die Leute stehen hinter einem. Auch der Freigarten war gleich am selben Abend voll und danach auch. Und alle Veranstaltungen danach waren auch voll. Also daran merkt man schon, die Leute brauchen das Haus, wollen das Haus. Wir sind heute hier, um unsere Solidarität mit dem Peter-Weiß-Haus, dem IQVO, dem Demokratieladen und allen anderen Betroffenen von rechter Gewalt Ausdruck zu verleihen. Wir lassen uns von diesen Anschlägen nicht einschüchtern und werden den Rücktritten der Nazis weiter aktiv entgegentreten. In diesem Sinne, Alerta Antifaschista.